Hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zu ExoSock de Simse vor, der familienadäquaten Unterhaltung in Farben und Bunte. Gut, wie sieht's denn hier aus? Sieht alles ganz schick aus. Läuft. Spaß ist ein bisschen im Keller, das heißt, er kann mal ein bisschen tanzen. Gut, hier ist jemand sehr müde. Da wollen wir mal sagen, wenn sie hier weit fertig ist, darf sie hier einmal aufwischen. Sie darf einmal wegwerfen und dann geht sie definitiv in der Falle. Definitiv, ob sie mag oder nicht. Aber ich denke mal, sie wird sowas von mögen. So, wie sieht's denn hier aus? Das sieht auch nach einer Falle fast aus, aber nur fast. Bisschen Hunger hat sie auf jeden Fall. Getäuste, wir machen hier mal eine schnelle Mahlzeit. Ziehen ihr mal einen Joghurt rein. Spaß. Ja, wir lassen sie auch mal ein bisschen tanzen. So, I am himself hat eine Hygiene, die sowas von schlecht ist. Das heißt, wir werden hier mal baden. So schön mit Lavendel. Lavendel ist immer gut. Entspannt. Und sie hat Hunger. Sie hat Hunger, ist richtig glücklich. Glückliche junge Dame. So, öffnen wir uns das mal und ziehen hier mal rein Knoblauchnudeln. Wenn jemand so glücklich ist, der darf auch dann Knoblauch reinziehen. Ja, kennt man. Und wo kommt mir diese Art von Musik auch bekannt her? Wie sieht's denn mit ihr aus? Muss sie denn noch üben? Ein Instrument darf sie spielen. Dann übt sie mal am Klavier. Na, was los? Geh mal hin und üb mal am Klavier. So, hier ist jemand todmüde. I am himself ist todmüde. I am himself wird definitiv schlafen gehen. Dann fühlt sich jemand da sehr unwohl. Und da ist auch was kaputt gegangen, sehe ich gerade. Das ist eine Katastrophe. Energy ist schon am Schlafen. Sie hat ein kleines Hyäne-Problem. Da kriegen wir mal schnell einen Griff. Einmal mit Hände waschen, einmal mit Zähne putzen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier ein... Das Bild behaltisch. Ein Leinwandrahmen. Da hängen wir das Bild mal hier auf. Das will da nicht hin. Warte mal. Genau. So. Ja, das sieht doch schick aus in der Ecke da. Mensch, da kann man so nehmen. Gut, schlafen. Schläft. Ist angespannt. Kann ja mal passieren. Hier machen wir mal die Lautstärke ändern in niedrig. So, ist auch eingeschlafen. Eingeschlafen alle bis auf sie. Prozent erledigt. Na, was los? Hm.
Welchen Level hat sie denn eigentlich da mittlerweile? Kalavir, Level 4. Es wird langsam. Es wird langsam. Was hat sie denn hier? Lieder schreiben, Instrumenten-Level auf Level 6. Ich sollte mich hier langsam auf einen konzentrieren erstmal irgendwie. Ich glaube, ich mache Kalavir. Hoppala. So, wie spät haben wir es? Sie kann bald schlafen gehen. Oh, sie ist müde ohne Ende. Und da ist das kaputt und fließt die ganze Wohnung voll. Tagesaufgabe abgeschlossen. Sehr schön. Gut, also ab in die Falle mit dir. Einmal hier hin bitte. Danke sehr. Schlafen und das Ding hier aus. Ich hoffe, dass es irgendwann mal ein Patch gibt oder so, wo man einstellen kann, dass die Geräte nicht so oft kaputt gehen, weil das ist unrealistisch. Ja, das ist so unrealistisch, dass dauernd irgendwelche Gerätschaften kaputt gehen. Das geht gar nicht. So, ab in die Falle mit ihr. Schön schlafen. Genau. So, da haben wir noch eine Stereoanlage am Laufen, warum auch immer, die können wir mal ausschalten. Wer ist denn wach geworden? Maya Müller ist wach geworden. Maya Müller darf in 13 Stunden zur Arbeit. Sie ist um eine Uhrzeit wach geworden, die unchristlich ist. Das heißt, sie geht definitiv nochmal schlafen. Einmal schön in die Falle mit dir, junge Dame. Ich weiß auch gar nicht, warum du schon wach geworden bist. Das kann mir keiner erklären. Am wenigsten du wohl selber. Ja. Gut, ab in die Falle mit dir. Und mal sehen, wer als nächstes wach wird. Jetzt wird definitiv mal geschlafen. So, sie ist wach geworden. In 5 Stunden darfst du arbeiten. Das heißt, sie wird auf jeden Fall den hier mal essen. Joghurt essen. Und dann mache ich etwas, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Wir machen mal Sender wechseln und machen dann mal. Wo haben wir es? Pop am Morgen. Lautstärke ändern und. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ne? Pop am Morgen? Ne? Das haben wir schon echt lange nicht gehabt. Das haben wir verdammt lange nicht mehr gehabt. Jetzt halt gerade richtig Laune. Frühstücksradio hier auf Radio Sims Nation. Jetzt räum das doch mal dort auf. Habe ich hier noch was zum Lehren? Ja, genau, Lehren. Lass dir das mal eine Lehren sein. Ein Kaffee. Sie könnte sich einen Kaffee reinziehen. Ja, genau. Ein Kaffee. Das ist super geil. Oh, ein Kaffee. Oh. Ein Kaffee. Ritt mit dem Kaffee, ja. Sehr schön. Einmal schön ringgefüllten Kaffee. Ach ja. Und die Maschine brodelt. Ich liebe dieses Geräusch. Oh, ich liebe dieses Geräusch. Das ist ein tolles Geräusch. So, hergestellt von Kima Quantum. 3 sind übrig. So, jetzt sind es nur noch 2. Und sie süffelt sich einmal einen Kaffee rein. Ist das nicht herrlich? Bougie-Semezel? Ja, mir egal. Ich ziehe mir auch erstmal einen Kaffee rein. Ein Getränk holen. Kaffee! Kaffee! Und er zieht sich auch einen Kaffee rein hier. Oh ja, auch ein Kaffee, ein Getränk holen. Ja, das ist schön. Außerdem habe ich Hunger. Öffnen wir uns mal den Kühlschrank hier. So, halt. Hey. Salat hier. Oh, irgendwas haut ja nicht hin. Ey. Nochmal so. Ein Gerücht nehmen. Das ist ein Gerücht. So, sie hat definitiv auch Hunger. Hunger. Auch mal ein Gericht nehmen. Und was haben wir hier? Oh, Hunger ohne Ende, ist aber noch am Schlafen. Auch Hunger.
öffnen. Ein Gericht, danke sehr. Die schläft noch. Wann hat sie denn Arbeit? 9 Stunden. Ach, sie darf noch schlafen. Mann, die hat noch einen harten Tag vor sich, ey. So, Hunger, Hunger, Hunger. Das heißt, du darfst aber erstmal Hygiene machen, weil ich das sage. Ist das so? Nein, nicht da. Vor allen Dingen auch nicht so eine Hygiene. Das heißt, du darfst hier einmal Hände waschen, du darfst einmal Zähne putzen und danach darfst du hier einmal schnelle Mahlzeit nehmen, einen Joghurt. Und dann kommt sie ran. Ne, sie ist noch am Essen. Wann darfst du denn arbeiten? In 4 Stunden. Hat gerade erst angefangen zu essen, super. Wie sieht's denn bei mir aus? Ist auch noch am Essen. Will das Ding da reparieren? Darum geht's mir gerade so ein bisschen. Sie hat noch Hunger und hat irgendwie aufgehört. Du darfst hier mal den Gartensalat essen. Und hier hör mal auf mit der Quasselei hier. Du musst sowieso bald wieder zur Arbeit. In 4 Stunden, ne? Gut, weil ich dich jetzt darauf getrimmt habe, heißt das, du darfst das Ding hier mal schnell mal reparieren. Danach darfst du aufwischen. Und danach darfst du auf jeden Fall Hände waschen und Zähne putzen. Ich hoffe, das haut irgendwie noch mit den 4 Stunden hin. Gucken wir das mal an. So, sie schläft. Ihm geht's super. Er macht irgendwo anders das sauber. Okay, das sind wir ja mittlerweile gewohnt. Sie macht mal ein kleines Bläslichkeit. Champion Pieseln. Und sie darf in 8 Stunden. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus. Sozial, das ist okay. In einer Stunde zur Arbeit. Sieht auch okay aus. Er hat frei. Er geht dann mal runter jogalieren. Eine Yoga-Übung machen. Nee, nicht so. Yoga üben, üben. Ne? Yoga üben. So, jetzt passt das. So, und die komischen Geräte hier machen wir mal aus. Ausschalten. Ich werde mal hier diesen Raum mal abschließen. Das geht mir gerade immer auf den Driss, das hier immer... So, abschließen für alle. So. So bin ich manchmal gemein und fies. Aber da will ich dann halt runter, wenn es wirklich mal drauf ankommt. Aha. Ich bin hier unten am Computer, ist ja mal super. Du darfst dann auch mal ein bisschen was für deinen Körper tun. Und Massage bieten, anbieten, aha. Okay, du machst hier einmal meditieren. Da war doch was kaputt, sehe ich doch. Reparieren wir das mal. Warum? Warum ist hier immer in diesem Haushalt was kaputt? Ich habe mich gerade erschrocken, wer steht denn da? Aber das sind ja die Figuren hier. Das muss ich gerade so an Thief denken, wo man auch diese Stelle ist und diese Figuren... auf einmal da stehen. Ach du Schande. Da habe ich mich auch erschrocken. Das war halbe Grausamkeit irgendwie. Okay. Läuft, läuft, läuft. Wegwerfen. Hallo? Wegwerfen. Wir können ja mal den hier Brunnen befüllen mit... Aha. Apfel, Fruchtpunsch, Karamell, Apfelprickler. Apfelprickler klingt voll. Einen Apfelprickler. Ah. Ja. So, wie sieht's denn da aus? Er macht Joghurt. Sie ist voll in der Reihe, wie man so schön sagt. JD ist energiegeladen.
Und sie ist in 2 Stunden dran. Sie kann sich noch mal einen Kaffee reinziehen. Wo haben wir denn den Kaffee gehabt? Da vorne. Muss man echt manchmal überlegen, wo ist denn hier alles? So, Getränk holen. Da ist nur noch einer übrig. Er darf mal alleine zur Arbeit. So, Apfelprickler. Wo bin ich denn? Aha. Alm ist noch unterwegs. Aha, 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 Level 3. JD ist zur Arbeit. Apropos Arbeit, was sagen denn die Rechnungen? Rechnungen ist ja auch immer so eine Sache. Es gibt wohl keine Rechnungen. Okay, sehr schön. Dann geht's wieder runter. Maya Müller, okay. Einen Apfelprickler nehmen. I am himself wird sich auch mal einnehmen. Beziehungsweise Apfelprickler verbessern. Ja, das kennt man von der Schule, wenn man Jahresfeier hatte. So, er nimmt sich auch mal einen Apfelprickler. Was steht da? Etwas Spezielles hinzufügen. Okay. Okay, und dann kommen Sie auch noch mal einen Apfelprickler nehmen. Aha. Und sie wird den Apfelprickler mal, ja. Sie wird hier mal leeren. Sie nimmt sich den Rest sozusagen. So, wir wollen aber wieder mit zur Arbeit. Mit zur Arbeit. Oh Gott, das klingt auch toll. Wir wollen mit zur Arbeit. Drücke F4, um die Galerie zu öffnen. Aha, F4, aha. Und ich sehe gerade, dass ich überzogen habe. Weil ich so überzogen habe, sage ich mal einfach so. Wir sehen uns, ja, in der nächsten Folge direkt auf der Arbeit wieder. In dem Sinne sage ich euch allen einen schönen Tag. Ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.